Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Buchschnack. Ich bin getaggt worden von der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff und zwar zu dem Get to Know Me Tag. Und das nehme ich jetzt mal zum Anlass, ein ganz großes Hallo zu sagen zu allen neuen ZuschauerInnen. Ich bin Steffi, ihr seid beim Buchschnack gelandet und hier geht's um Bücher, aber nicht nur, manchmal auch um andere Sachen. Und was es noch alles über mich zu wissen gibt oder vielleicht auch nicht zu wissen gibt, das verrate ich euch gleich. Also ihr Lieben, schnappt euch eine Tasse Tee, macht's euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Also, jetzt musste ich ja auf einen anderen Tag, weil die liebe Jenny die Fragen nicht mit aufgeführt hat. Ich habe aber die Fragen und wir kommen gleich zur ersten Frage und zwar, worum geht es auf deinem Kanal? Das habe ich ja schon so ein bisschen angekündigt. Es geht hier hauptsächlich um Bücher. Ich lese ganz gern, ich höre aber auch sehr gerne Hörbücher und Hörspiele. Allerdings werdet ihr hier auch ab und zu mal ein paar Vlogs finden, weil Stimpy und Loki auch gerne in die Kamera wollen. Stimpy und Loki sind meine beiden Kater. Das sind Loki ist ein Maine Coon, Stimpy ist ein Maine Coon Mix. Und Loki fühlt sich nicht ganz so wohl vor der Kamera, Stimpy aber schon. Ich bin ein ziemlich kreativer Geist, das heißt, ich werde hier auch mal zeichnen oder vielleicht auch mal musizieren. Ansonsten dreht sich ja eigentlich alles um Bücher. Zweitens, wie alt bist du? Ich bin 42. Drittens, wie ist dein Beziehungsstatus? Ledig. Viertens, oh, es geht auch schnell. Hast du studiert oder eine Ausbildung gemacht? Ich bin gelernte Kauffrau für Büromanagement. Ich habe aber schon in vielen anderen Bereichen gearbeitet, wobei sich das schon ein bisschen eingrenzt. Ich lande irgendwie immer wieder im Vertrieb. Ich habe schon als Coach gearbeitet, als im Qualitätsbereich gearbeitet, aber irgendwie auch immer im Büro. Und es muss, wenn es geht, irgendetwas Kreatives sein, sonst bin ich nicht ausgelastet und dann schlägt sich das auf mein Privatleben wieder und dann entstehen solche Sachen wie der Buchschnack. Fünftens, woher kommst du, wo wohnst du? Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Altmark. Die Altmark liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Die Altmark ist im Übrigen wunderschön, sehr flach und wunderschön und liegt direkt neben dem Wendland und das liebe ich auch sehr. Das ist, ich sag's nur ungern, aber noch schöner. Was hättest du rückwirkend gerne deinem 10-jährigen Ich gesagt? Meinem 10-jährigen Ich hätte ich gerne gesagt, sei mutig, sei laut, das ist ganz wichtig, und sage es, wenn dir etwas auf dem Herzen liegt. Sag es. Vertraue dich den Leuten an. Hab Vertrauen und vertraue dich den Leuten an. Diese drei Sachen würde ich gerne meinem 10-jährigen Ich sagen. Siebtens, erzähle etwas von deiner Familie. Ich habe Eltern, ich habe einen Bruder und alle drei liebe ich sehr. So sehr, dass mein Bruder und ich uns ein Tattoo gestochen haben. Das müsst ihr mal ausblenden. Das ist das Unendlichkeitsdreieck, das symbolisiert die Verbindung zwischen mir und meinem Bruder. Wir lieben uns wirklich sehr, wir hängen sehr aneinander. Und diese zwei Punkte symbolisieren meine Eltern. So sehr liebe ich meine Familie, dass ich das auch nach außen tragen muss. Was ist dein Lieblingsfeiertag? Mein Lieblingsfeiertag war eigentlich immer Weihnachten, nicht wegen dem Hintergrund, wegen dem christlichen Hintergrund nicht, sondern weil die Leute dann alle runterkommen. Ich bin selbst ein recht entspannter Mensch, obwohl ich manchmal sehr stark aufdrehe, aber im Grunde meines Herzens bin ich sehr entspannt und ich brauche das auch von meinem Umfeld. Und da war mir Weihnachten immer sehr wichtig, weil die Leute dann einfach mal runterfahren und tatsächlich auch mal netter sind zueinander. Seitdem mein Vater nicht mehr da ist, finde ich Weihnachten nicht so schön, weil das eben auch ein Fest der Familie ist und seitdem habe ich auch keinen Lieblingsfeiertag. Weihnachten ist für mich immer noch was Besonderes, aber jetzt mit einem sehr doofen Beigeschmack. Ansonsten würde ich sagen, alle Feiertage, die aus einem zweitägigen Wochenende mindestens ein dreitägiges Wochenende machen. Wenn du kein Budgetlimit hättest, was wäre dein Traumurlaub? Irland. Sofort Irland. Irland ist das Land, wo ich unbedingt hin möchte, schon seit Jahren. Und irgendetwas kommt immer dazwischen, irgendetwas Größeres, sodass ich es nicht schaffe, nach Irland zu reisen. Aber ich sage mir auch immer wieder, dass das eine Ausrede ist. Wenn man irgendwo hin möchte, dann kommt man da auch hin. Worüber regst du dich immer auf? Ich rege mich immer über Menschen auf, die im Internet so einen großen Hals haben, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Menschen, wenn man denen persönlich mal begegnen würde, ungefähr drei Köpfe kleiner werden. Besonders fällt es mir immer auf Instagram auf, wenn es dann um politische Posts geht, ja, um eine politische Situation oder um, greifen wir doch mal das Thema, das aktuelle Thema Rammstein auf und die Vorwürfe, die dem Sänger Till Lindemann gemacht werden. Und unter jedem Post auf Instagram, in dem es eben um diesen Fall geht,
geht ein Shitstorm los und die Leute geifern sich an, und das finde ich ganz furchtbar, weil man mit Sicherheit auch anders kommunizieren kann, aber im Internet ist das alles eben sehr anonym, und das regt mich auf, dass die Leute da irgendwie immer ihre ganz furchtbaren Seiten rauskehren. Welches Buch hat dein Leben verändert? Also ich sage euch mal, mein Leben verändert hat kein einziges Buch, kann es auch nicht. Aber was mich sehr geprägt hat, welches Buch mich sehr geprägt hat, das ist tatsächlich, und das sage ich jetzt nur hier einmal, Die Nebel von Avalon von Marion Zimmer Bradley. Und das sage ich jetzt nur dieses eine Mal, weil auch um Marion Zimmer Bradley einige ganz schlimme Vorwürfe, weil ihr schlimme Vorwürfe gemacht werden. Und ich weiß gar nicht, ob das gerichtlich gesehen schon bestätigt wurde, was auch immer. Selbst die Vorwürfe reichen mir schon aus, um diese Buchreihe nicht weiter zu erwähnen. Ich möchte sie nur hier einmal erwähnen, weil die Frage eben heißt, welches Buch hat mein Leben verändert? Verändert hat das Buch nicht, aber es hat mich sehr stark geprägt auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes Interessengebiet. 12. Welche einfache Erfindung hat die Welt verbessert? Das Navigationssystem. Muss ich da noch irgendwas zu sagen? Das Navigationssystem. 13. Lieblingsfilme, Lieblingsfernsehsendungen. Also meine Lieblingsserie ist schon seit gefühlt Jahrzehnten Supernatural. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Diese ungesunde Co-Abhängigkeit der beiden Brüder und so weiter. Aber in dieser Serie geht es nicht um diese ganze übersinnliche Geschichte, sondern eigentlich, und das merkt man erst, wenn man ein paar Folgen geguckt hat oder auch ein paar Staffeln, ich glaube 15 Staffeln, wir reden hier von 15 Staffeln. Eigentlich geht es in dieser Serie um Familie, und weil ich mich mit meinem Bruder sehr verbunden fühle, sehe ich in den beiden auch immer mich und meinen Bruder irgendwie. Also in dieser starken Verbindung. Wobei ich auch sagen muss, es herrscht in dieser Serie auch eine sehr ungesunde Co-Abhängigkeit. Welche Serie liebe ich? Serien. Welche Serie gucke ich denn immer mal wieder? Ich mag generell Mystery, alles was mit Mystery und auch Horrorelementen zu tun hat, da bin ich immer voll dabei, ja, sowas wie Alias Grace oder als Serie, ja, Alias Grace oder Filme mag ich sehr gerne, Erlösung von den Bösen, das ist ein guter Film. Ich mag die gesamte Conjuring-Reihe. Das hat so diese klassischen Horrorelemente. Der einzige Film, den ich mag, der nicht in diese Mystery-Horror-Schiene geht oder Mystery-Thriller, Psychothriller-Schiene geht, ist Stolz und Vorteil. Und da liebe ich das Gesamtpaket. Die Geschichte, das Buch und die Verfilmung. Ich mag tatsächlich die neue Verfilmung gerne. Aber da muss man neu auch in Anführungszeichen setzen, die mit Keira Knightley. Ich verlinke euch mal hier oben ein Video. Ich suche das mal raus. Und da sitze ich mit euch im Garten. Das ist schon ein paar Jahre alt. Und zeige euch meine liebsten Filme des Jahres und meine liebsten Serien des Jahres. Ich glaube, darum ist es des Jahres oder generell die liebsten Filme und Serien. Ich verlinke euch das mal hier oben. 14. Beschreibe dich selbst anhand von drei fiktiven Personen. Und jetzt, wenn ich die Frage nochmal durchlese, heißt fiktiv ja nicht zwangsweise Bücher, ne? Von Büchern. Ich pflück mal hier ein Haar von meinem Stimpy aus der Luft. Das ist ja auch interessant. Ich habe jetzt mal, auf die Frage habe ich mich vorbereitet, ich habe mal drei Bücher rausgesucht. Ich bin irgendwie von Buchcharakteren ausgegangen, aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe als erstes das Buch von Hanya Yanagihara, Ein wenig Leben. Das ist ja so ein recht kontroverses Buch. Oder kontrovers, das ging auf jeden Fall mal durch die gesamte BookTube-Welt, auch im amerikanischen Bereich. Und ich glaube, daraus entstand auch die total absurde Challenge, Try Not to Cry, glaube ich. Ich glaube, das war diese Challenge, die sich hier um dieses Buch oder mit diesem Buch befasste. Das Buch ist sehr emotional. Mir hat es unheimlich gut gefallen, obwohl ich es heftig finde, dass Hanya Yanagihara ihren Protagonisten da, also durch welche Hölle die den schickt. Ich finde mich ein bisschen in Jude wieder. Jude ist ein Charakter, der hat einfach eine ganz furchtbare Zeit gehabt. Ich habe keine ganz furchtbare Zeit gehabt. Jude ist aber jemand, der nicht redet. Der redet nicht über seine Gefühle, der kann das auch einfach nicht. Der möchte das irgendwie auch ein bisschen begraben und versucht das. Dadurch, dass er nicht darüber redet und die Leute nicht richtig entsprechend auf ihn reagieren können, weil die ja nichts von seiner Vergangenheit wissen, versucht er es auch irgendwie immer allen recht zu machen, beziehungsweise versucht das immer zu überspielen, in denen er es allen recht macht. Und das ist natürlich ganz furchtbar, ja, das funktioniert nicht, da bleibt man ja selber so ein bisschen auf der Strecke. Ich mach es nicht so extrem wie Jude, aber ich tendiere leider auch dahin. Dann finde ich mich auf jeden Fall in Mina wieder, und zwar Mina aus Bram Stokers Dracula. Ich hasse diesen Aufkleber. Der verschandelt das ganze Buch.
weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier oben an der Ecke habe ich schon mal versucht, ein bisschen was abzukratzen. Und mit dem Heißluftföhn, den Tipp habe ich ja von euch, da traue ich mich nicht ran, wegen dem, weil das hier Papier ist. Ich finde einen Teil von mir auch in Mina wieder. Mina ist sehr emanzipiert. Ich finde sie in dieser Männerdomäne sehr emanzipiert. Sie ist sehr stark und sehr, ich finde, sie hat viel im Kopf, ist sehr selbstständig. Ja, das sehe ich bei mir auch. Das muss man auch sagen dürfen, oder? Ist ja was Gutes. Und dann habe ich noch das wunderschöne Buch Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Das ist, sieht nicht nur toll aus, das ist auch einfach wundervoll. Ich finde mich hier tatsächlich auch in Vasya wieder. Vasya ist ja ein Mädchen, das sehr feinfühlig ist und sehr an den Geschichten von ihrer Amme Dunja hängt. Dunja erzählt ihr Geschichten über den Winterkönig und über Wesen, die im Haus leben, Hausgeister, die den Kamin warm halten, die sich um die Pferde kümmern und so weiter. Das sind ja so alte Geister, alte Geschichten aus dieser Zeit. Und Vasya sieht diese Hausgeister und lebt in engem Kontakt mit denen. Und so fühle ich mich auch manchmal, dass ich in sehr engen Kontakt mit, tja, will jetzt nicht zu spirituell klingen, darum sage ich es mal ganz platt, mit der Natur und den Naturgeistern lebe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich auch sehr connected bin. 15. Was war früher dein Traumberuf? Sängerin tatsächlich. Ich würde immer Sängerin werden. Wenn es Magie gäbe, welchen Zauberspruch würdest du zuerst lernen? Ich glaube, ich würde zuerst einen Spruch lernen, der mich unsichtbar werden lässt. Entweder das oder einen Teleportationszauber, der mich dann halt mal schnell nach Irland schickt, ohne große Umstände. 17. Teile eine Lieblingserinnerung aus deiner Kindheit. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich immer daran, wie ich mich in die Scheune meiner Nachbarn geschlichen habe. Und dort stand ein ganz altes Klavier. Und da sehe ich mich immer noch in dieser dunklen Scheune vor diesem verstaubten Klavier sitzen und spielen Fuchs, du hast sie ganz gestohlen. Nächste Frage. Welches ist dein liebstes Social Media und warum? Das aufwendigste Social Media, das mir aber auch das meine kreative Seite am stärksten bedient, ist YouTube. Ja, das macht mir schon sehr viel Spaß. Das, womit ich am besten mit euch sprechen kann, das ist allerdings Instagram. Deswegen mit Liebsten finde ich das schwierig zu beantworten, was mein Liebstes ist, weil ich es alles sehr verschieden finde. Also wenn man es genau betrachtet, ist ja alles sehr verschieden. Ich bin auch auf TikTok vertreten, aber da eher mit dieser ganzen Budgetierungsgeschichte. Und auf TikTok, das bedient weder meine kreative Seite, noch habe ich das Gefühl, ich kann mit euch gut kommunizieren. Deswegen würde ich TikTok gleich direkt rausstreichen. Aber Instagram und YouTube, das finde ich jetzt schwierig zu entscheiden. Ich bleibe bei YouTube. Das ist jetzt aber auch so eine Bauchentscheidung, ne? Weil hier die kreative Seite noch ein bisschen mehr gefordert wird. 19. Mit welcher Buchfigur würdest du gerne einen Tag verbringen? Da musste ich gar nicht lange überlegen, weil wenn man sich schon aussuchen kann, mit welcher Buchfigur man einen Tag verbringen möchte, dann kommen alle natürlichen Personen fallen weg. Also alle Personen, die keine besondere Fähigkeit haben. Ja? Also musste ich ja in diese Zauberwelt rein. Und da bin ich direkt bei Harry Potter hängen geblieben. Wahrscheinlich ist das so eine Antwort, die jeder sagt, ja. Ich würde gerne mit Hagrid einen Tag verbringen. Also nicht mit Harry Potter. Ja, aber mit Hagrid würde ich gerne einen Tag verbringen. Der hat nämlich, ich finde, der wohnt total toll. Der hat einen echt schönen Hund. Und der wohnt so dicht am Wald. Und dann ist der mit den Tieren da so schön connected. Das ist, also mit Hagrid würde ich gerne mal einen Tag verbringen. 20. Wenn du ein Tier wärst, was wärst du dann? Wenn es mir aussuchen könnte, möchte ich kein Tier sein, weil die Tiere das bei uns nicht gut haben. Also ich rede mal nicht von den Haustieren, obwohl ich auch da behaupten möchte, 30% der Haustiere sind. Und alles andere möchte ich nicht sein, weil die nicht Tiere haben die Arschkarte bei uns, seien wir doch mal ehrlich. Ja? Wenn ich mich mit einem Tier identifizieren würde, also irgendwas Lufttechnisches kommt bei mir nicht in Frage, ich bin nicht schwindelfrei, also fallen Vögel schon mal raus. Wasser finde ich toll, aber muss ich jetzt auch nicht andauernd haben. Also wäre es irgendetwas Erdiges. Und wenn ich jetzt mal von meinem Sternzeichen was ableite, weil ich ja schon, ich bin auch sehr, fühle mich schnell eingeengt, würde ich wohl vielleicht sagen, welchen Fluchttier? Also würde ich wohl sagen, Pferd? Fluchttiere könnten auch Schafe sein.
21. Welche Angewohnheit hast du, die sonst nur alte Menschen haben? Das ist eine total doofe Frage. Die Frage finde ich total blöde. Welche Angewohnheit habe ich denn, die ich mit älteren Menschen verbinde? Tja, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich bin eine gute Vorlesetante. Verbindet man das mit älteren Menschen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, das Vorlesen. Hast du ein verborgenes Talent? Nö. Also verborgen nicht. Ich habe relativ viele Talente, aber die sind nicht verborgen. Ich bin ziemlich musikalisch. Also wenn man mir ein Instrument in die Hand gibt, dann behaupte ich einfach mal, das relativ zügig halbwegs gut spielen zu können. Außer beim Klavier, da bin ich raus. Ne, leider. Ich höre Harmonien schnell und ich kann hier die Melodie gut spielen und hier passende Melodien dazu, Harmonien dazu finden. Aber ich kriege das mit der Motorik leider nicht so gut hin. Sehr schade, weil ich in meinem Kopf ganze Symphonien habe. Wirklich ganze Symphonien. Ich habe sie wirklich in meinem Kopf. Ich kann relativ gut zeichnen. Ist noch sehr stark ausbaufähig, aber ich lerne schnell, was das angeht. Ich finde auch, dass ich ein Händchen für Dekoration habe und generell, was Farben angeht, habe ich auch ein kleines Händchen. Wisst ihr, sowas? Harmonien gibt es ja nicht nur in der Musik, sondern auch in der Farbe. Was habe ich denn noch so? Ach, ich kann gut pfeifen. Vielleicht ist das noch so ein verborgenes Talent. Das könnte vielleicht meine Kollegin und Freundin bestätigen, weil ich auf Arbeit ziemlich häufig pfeife. Das kann ich gut, aber das ist mehr anstrengend, weil irgendwann tut es am Mund herum weh. Aber das finde, das kann ich ganz gut. Vorletzte Frage: Wo siehst du dich in 5 Jahren? Das ist eine Frage, die ich euch niemals beantworten kann. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das klingt jetzt so, als wäre ich ziellos, ne? Und tatsächlich habe ich, muss man immer so ein riesengroßes Ziel haben. Ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren, wo ich mich da sehe. Das ist mir schon zu weit vorausgeplant. Das kann ich auch nicht gut. Ich kann nicht gut weit vorausplanen, weil mich das tatsächlich schon wieder ein bisschen einengt, irgendwie gefühlt. Keine Ahnung. Wo sehe ich mich denn in 5 Jahren? Wahrscheinlich immer noch hier auf der Couch. In 5 Jahren sehe ich mich auf jeden Fall noch mit meinen zwei Fellnasen, Stimpy und Loki. Die müssen in 5 Jahren noch bei mir sein. Sonst kriege ich die Krise. Und die letzte Frage, Leute. Zeige einen Gegenstand und erzähle etwas darüber. Da fiel mir auch sofort folgender Gegenstand ein. Den habe ich schon geholt. Und zwar ist das diese Emailletasse. Diesen Emaillebecher habe ich von Eva vom Kanal Herz auf der Zunge geschenkt bekommen. Und da steht drauf: Let's get lost. Da ist ein alter VW-Bus. Und mit so einem alten VW-Bus sind Eva und ich in die französische Provence gereist, über die Alpen gefahren mit so einem alten VW-Bus. Über die Alpen, das haben wir gerockt. Ich verlinke euch mal hier oben einen Vlog. Da geht es um unseren Urlaub. Und das war. Also die französische Provence ist wunderschön, wunderschön. Diese Lavendelfelder sind wunderschön, ja. Und diesen Emaillebecher wollte ich eigentlich mitnehmen. Dafür hat sie mir auch geschenkt, ja. Und ich habe ihn leider vergessen. Bin ich immer noch sehr traurig. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe, weil ich dann immer an unseren Urlaub denken muss. Und ich fand es einfach so schön, dass sie mir das vor unserem Urlaub geschenkt hat. Da habe ich mich sehr darüber gefreut und ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Tasse sehe. So, ihr Lieben, das war der Get to Know Me Tag. An alle ZuschauerInnen, die hier schon mich eine Weile verfolgen, war da jetzt irgendwas dabei, was ihr noch nicht wusstet? Habe ich euch irgendetwas gesagt, was ihr noch nicht von mir wusstet? Ich tagge euch. Ich werde alle Fragen in die Infobox packen und dann würde ich mich total freuen, wenn ihr die beantworten würdet in den Kommentaren. Ich würde mir das alles durchlesen. Ich würde mir das alles sehr interessiert durchlesen und wir sehen uns im nächsten Video. Da freue ich mich schon drauf. Bis dann. Ciao.